Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, ich habe 850 Videos bis jetzt online oder mehr. Und das, was ich heute mache, habe ich noch nie gemacht. Servus die Maul und grüß euch die Buben. Ja Freunde, vor Weihnachten bin ich noch einmal unterwegs. Muss das heute ausnutzen. Die Chefin ist zu ihrer Schwester gefahren, die hat einen Keksel gebacken. Und ich bin halt einfach angezischt im Wald. Falls man es hört, es regnet leicht. Einmal scheint ein bisschen die Sonne, dann regnet es wieder. Ja, ist egal. Jetzt bin ich einmal unterwegs. Schauen wir mal, wann es schlimmer wird. Ich habe noch so einen Poncho mit. Und ja, möchte nur so ein bisschen wieder durch den Dschungel zischen, wisst ihr, mein allerliebstes. Ja, vielleicht ist es euch jetzt schon aufgefallen, ich habe ein neues Objektiv drauf an der Kamera. Ihr seht es mir jetzt auch komplett einmal und die Kamera steht keine 2 Meter von mir entfernt. Das ist ein 11 bis 22 mm Objektiv, so Weitwinkel und dadurch kann ich euch auch mehr Bildausschnitt zeigen. Also ich scheue da keine Mühenkosten für euch. Ja, aber jetzt ziehst du mir da ein bisschen weiter. Ich hoffe, dass es gleich wieder aufhört. Es nieselt jetzt dezent oder regnet dezent. Egal. Schauen wir mal. Ich habe es eh schon gesehen, ein bisschen was Neues habe ich dabei. Zeige ich euch aber später. Ja, Objektiv, was drauf ist an der Kamera, blende ich euch jetzt das Bild ein. Und jetzt gehen wir mal weiter. Ja, ich bin da am Weg zum Christkindlmarkt. Wird es euch eh schon vorgestellt haben, ist eh klar. Und da gehen wir jetzt hin. Wie gesagt, das Augenblick hat es wieder ein bisschen nachlassen. Ist komplett unterschiedliches Wetter. Wir haben 7 Grad, also es ist nicht einmal kalt. Windstill ist da. Ja, gehen wir mal weiter. So geil. Gewaltig. Ja, da kann man jetzt super sehen. Da ist erst unlängst einer umgerocht. Das ist noch nicht lang. Arg. Das ist eine Grof dahinter, Freunde. Ja, bei dem Baum, normal kommt man noch nicht raus, ist also ein Mispel mit runtergefallen und die nehme ich meiner Frau mit Hand, die will das sicher haben. Ja, das ist der gute Kerl. Da einfach abbruch und das ist alles Marsch. Wahnsinn. So, ich habe mir den da mal so professorisch ein bisschen draufgehängt. Ich hoffe, ich schaffe das, dass der irgendwie mit heimkommt. Die finden da immer wieder so geile Gebilde, wie so ein Schlangenkopf mit offener Schnauzen. Da sieht man schön, wie sie die Spechte in die abgestorbenen Bäume verewigen. Da können sie arbeiten. Ja, da bin ich gleich wieder aus dem Wald draußen. Zeige euch dann auch, wo ich vorhab zum Hige, war mein schon einmal. Und da habe ich jetzt gerade einmal eine tote Birken gesehen und da werde ich mir jetzt ein bisschen bedienen. Ah, die dürfte schon länger liegen. Die ist auch feucht darunter. Ein bisschen was habe ich das recht, meinlich. Weiter geht's. Ja, Freunde, wie ihr hinter mir sehen könnt, da ist alles eigentlich ganz schön austrocknet. Gigantisch. Ja, jetzt geht es noch ein Stück weiter und dann bin ich bei meinem Buntstandl. Ja, da scheint sogar die Sonne, Freunde. Da
da sind ein paar Schweine im Wasser. Der linke ist sogar noch ganz ein Junge, der ist noch grau. Und da vorne die zwei, die stehen auf einer Eisblocken. Geil, ja, jetzt schaut euch das einmal an. Das da ist mein Christkindlmarkt. Mein persönlicher. Na, ist das nicht ein super Christkindlmarkt? He? Und da hinten steht mein Bundstandl und da gehen wir jetzt hin. Also, dass das da austriggert ist, habe ich noch nie gesehen. Sicher das erste Mal. Das ist auch mein Christkindlmarkt, im Trockenen erreichbar. Ja, Freunde, da steht mein Bundstandl. Ist das nicht einladend, ha? Für mich schon. Ja, bevor ich jetzt den anschneide in meinen Rucksack, das ist der holländische Kampfrucksack. Ich stelle euch den nachher noch dann genauer vor. Der wird auch extrem hoch getragen, wie man sieht. Also der ist wirklich ziemlich hoch oben. Und auch die Schultergurten habe ich so noch nie gesehen. Die rennen komplett schräg bis unter die Achsel. Also ich finde, das ist super. Also der tragt sich wirklich top, kann ich sagen. Bin sehr zufrieden. Ja, Freunde, während ich heute da mal alles herrichte, kann ich euch schon mal sagen, es gibt eine Premiere heute. Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, ich habe 850 Videos bis jetzt online oder mehr. Und das, was ich heute mache, habe ich noch nie gemacht. Ja, ich habe wieder meinen kleinen Dogs dabei, ich habe meinen kleinen Lixada dabei und ich habe mir da jetzt sicherheitshalber so ein Lüftergitter gekauft, das kann ich da jetzt super drauflegen. Kannst jetzt kleine Gefäße alles aufstellen, kann nichts passieren. Sicher ist sicher. Kostet einen Spott und ja. Hat man halt, ne? Ja, es wird auch heute was zum Essen gehen. Das werde ich mal als erstes machen. Jetzt machen wir so einen Pasta-Snack, Bolognese. Meinen Hunger habe ich schon, gegessen habe ich noch nichts. Wir haben in der Zwischenzeit schon 15 Uhr. Puh. Ich spüre es auch schon, er knurrt schon. Und ja, jetzt zünden wir mal an, machen wir mal Wasser aus. Kochen tut's. Passt. So. Ich sag halt einmal Mahlzeit. Jetzt ist leider ein bisschen Wind aufgekommen. Wenn du jetzt durchziehst, steht mir gleich einen halben T-Shirt an. Es hat drüber geblasen wie ein Hanser. Ja, ich werde jetzt einmal fertig essen. Und dann schalte ich wieder dazu. Ich habe mir wieder Wasser aufgesetzt. Ja, und ich halte euch nicht so lange auf die Folter. Ich spanne euch nicht so lange auf die Folter. Also das, was heute gibt, ist ein Punsch. Ja, viele, die mich kennen, wissen ja, ich trinke absolut keinen Alkohol, also keinen Tropfen. Und ich suche schon verzweifelt beim Einkaufen seit zwei Wochen einen Kinderpunsch. Na, keine Chance. Jetzt haben wir heute einen normalen gekauft mit 27% Alkohol. Ich habe da was mit, der ist zum Verdünnen, so 1 zu 4. Ich werde ihn wahrscheinlich 1 zu 2811 verdünnen, dass ich noch heimfahren kann. Aber den gibt es heute an Bunsch, Freunde. Das ist schon gut. Wie gesagt, ich werde da einmal wirklich zart. Also die Hälfte, kann gar nicht sagen, wie viel das ist. Was wird das sein? 50 Milliliter? Nein, keine Ahnung, 20 Milliliter. Zähne davon sind einmal drin. Noch lang haben wir immer noch. Ich muss ja noch ein bisschen zu Fuß gehen bis zum Auto. Na, Spaß beiseite. So. Ich werde ihn dezent trinken. Also. Schön zurückhaltend. Ja, wie gesagt, ich trinke wirklich keinen Tropfen Alkohol normal. Ja, Freunde, so wie es ausschaut, ist es soweit. Ich werde da mein anfüllendes Becherl da. Und einmal umrühren und einmal kosten.
zuerst gehust, ja? Da geht noch ein bisschen was, nicht so. Ein bisschen aber nur. So. Drei Viertel ist drinnen. Ich habe eh noch eine Zeit lang zum Gehen. Ja, in dem Sinn, Freunde, 60 Meter mit einem eigenen Getränk. Ich glaube, man sieht es. Schön orange. So, Orangenpunsch für Erwachsene. Krankensessel, es hat wieder meine Gedanken dabei, wie immer. Es hat die ersten, die was ich grüße. Weihnachten steht jetzt wirklich bald vor der Tür. Und gesund werden, dass es nach Hause kommt. Und alle anderen wünsche ich einen menschlichen, gewaltigen Prost, würde ich sagen. Ja, hm. Also der Amaretti-Zucker mit dem Orangenpunsch ist das, der putscht das auf, Freunde. Herrlich. Ja, ich sehe die Sonne geht unter. Kamera regelt auch schon ein bisschen mehr hoch. Aber es ist noch hell, also. Wir haben es jetzt da. 15.30 Uhr, also. Jo, Freunde, ich werde jetzt einmal mein Bonschel noch trinken. In aller Gemütsruhe, dabei ist alles ausgekühlt. Dann werden wir das alles putzen, zusammen einpacken. Und dann überlege ich, ob ich den schnellen Weg heimgehe oder unten bei der Donau. Ich glaube, ich werde eher die Donau vorziehen. Na gut, ich trinke den jetzt in Ruhe aus, solange er noch warm ist. Magerwasch warm, gefällt mir. Und dann schalte ich wieder dazu, Freunde. Dann zeige ich euch noch kurz einmal den Holländer da. Und dann gehen wir wieder heim. Ne? Bis gleich. Ja, ich hoffe, das Licht spielt noch mit. Ich zeige euch gleich mal, der ist innen gefächert. Eines da quer, eines so schräg. Da hinten ist noch also Schaumstoffmatten für den Rücken dabei. Kann man natürlich auch als Sitzkissen verwenden, ist wirklich schön dick. Ja, da ist noch mein Schweizer ist auch dabei. Und hat da oben noch, also ich habe da das Tapiz zum Beispiel reingespannt, das passt da genau rein, das ist super. Wir haben da noch wie so ein Deckelfach, da sind ein paar Sackeln herin, mein Geldtaschel. Was haben wir da noch herin? Ja, noch ein paar Sacktiecheln. Das ist mit Klettverschluss. Dann haben wir da oben so Riemen rundum laufend. Haben auf der Seite noch zwei schöne Seitentaschen, große. Das Ganze, so schaut es vorne aus, da passt natürlich auch noch perfekt. Eine Taschel mit drauf, da natürlich auch noch eine Seitentasche, ich habe da gleich mein Messer hereinstecken und machen wir schnell zu. Das ist das Tragesystem, da sieht man, der ist wirklich extrem hoch oben, aber der tragt sich so gut und da sieht man diese, die sind fast 90 Grad angewinkelt und gehen unter die Achseln. Polstert, pipi feinst, da ist noch für ein Namensding drin, ja, brauchen wir natürlich nicht, aber ich muss sagen, mir hat der gleich mal von der Optik zugesagt und gefallen und ja, wer einen haben will, Military Basics, ich schreibe das unten in die Kommentare dazu, weil ich glaube, die Adresse kennt ihr schon jeden Augenblick auswendig und 40 Euro, also eigentlich nicht der Rede wert. Ja klar, bei mir wurde er natürlich gleich modifiziert. Mein Fuchsschwanz, sonstiges zum Anhänger, wie gesagt, eine kleine Taschen drauf. Da habe ich jetzt sonst noch Zubehör drin, da habe ich jetzt zum Beispiel noch mein 22er Pancake, was ich dann gleich aufstecken will, weil es finster wird. Und so Kleinigkeiten, was man halt immer dabei hat, was ich gar nicht so erwähne.
Beste. Ja, da herin habe ich jetzt einen Ersatzakku in einem Taschel herin. Ja, da haben wir noch einen Sandklip für die Flaschen zum Anhängen. Ah, jetzt kennen Sie mich, ich muss das immer wieder ein bisschen umbauen. So, Platzl habe ich verlassen, aber mir ist da jetzt gerade was aufgefallen und das zeige ich jetzt noch mal ein bisschen näher. Der Baum steht unmittelbar neben dem Tischl, neben dem Buntstandl. Und jetzt schaut euch das einmal an. Da fehlt nicht mehr viel. Und da oben ist mein Buntstandl. Also Freunde, das kann ins Auge gehen. Das habe ich erst jetzt gemerkt. Ja Freunde, wollte euch das noch mit sagen. Wie gesagt, Tisch, Baum. Und der da herfügt, gute Nacht für immer. Aber wir gehen ja nicht sehen. Ja Freunde, jetzt sagt sie mir einer, schaut das nicht geil aus. Aber ich muss da noch ca. 1,5 Kilometer oder 2 Kilometer auf der Straße gehen. Na gehen wir. Zum Glück fürchte ich mich nicht. Ich bin nicht der einsame Wolf. Ja Freunde, ohne Lampen geht da gar nichts mehr. Es ist verdammt finster. Es ist 4:06 Uhr. Und ja, einen guten Kilometer habe ich noch. Dann bin ich beim Auto. Ja, leider kein Bier unterwegs. Sehen wir den vielleicht sehen wir an. War ja schön finster. Aber es ist gefroren. Ja, da vorne steht jetzt schon mal der Uschke. 100 Meter, dann sind wir beim Auto. Jo Freunde, ich bin auf alle Fälle wieder bei der Droschke angekommen. Ja, wir haben es jetzt 17.45 Uhr, also es ist kurz vor 18 Uhr, Stockfenster, aber alles kein Problem. Ich bin da, packen wir jetzt zusammen, fahren wieder heim. Ich sage wie immer an euch, Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Mitfahren, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Buben. Und der letzte löscht das Licht.